Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 14 Seasons. Von mir, dem Pierre natürlich. Wir legen auch direkt los, fackeln nicht lang. Kennt man ja. Und hoffe mal, dass die Motivation ein bisschen höher ist als in den letzten beiden Folgen. Kommt halt auch drauf an, ob ich gewinne oder wie ich spiele. Destination. Ich gehe jetzt mal wieder davon aus, dass dann wieder kommt Verbindung mit dem Gegner unterbrochen. Das kennen wir ja. Komm, Gegner mit einer ähnlichen Sternewertung. Komm, Gegner gefunden. Komm. Ich dachte schon. Ey, diese mit gefälschte Karte jedes Mal. Das ist voll behindert. Bam, Dante. Der schwarze Blitz. Der braune Blitz. Ach, mein Kiefer. Ah. Oh, brauche voll die Schmerzen. Ah, es läuft, okay. Boah, Alter, ich habe mir die letzten 20 Spiele von alle gegen Real Madrid. Ohne Scheiß. Scheiße. Nein! Das ist perfekt ausgenutzt, der Gegner. Ah! Ne. Das glaubst du doch wohl selbst nicht, oder? Wie geil! Das war kein Foul, ich glaub's nicht. Wie geil ist das denn? Komm, Anzug, ich lauf doch! Ach, schade. Geil, hast du gesehen, Alter? Nein! Alter! Das Spiel ist ja voll intensive. Lutsch mir meinen Penis. Oh, naja. Den hat natürlich der Herr Neuer sicher. Es war kein Abseits. Boah, war das geil gespielt. Nicht. Boah, ich war doch dran. Boah. Das war jetzt Fail. Weil Ronaldo nämlich nicht mitgelaufen ist. Das ist dann am Abseits. Boah. Verzeiht mir, ich habe ein bisschen Husten. Und mein Hals ist ein bisschen verschleimt. Alter, was war das jetzt? Abseits, mein Freund. Junge, da gehst du hin. Ja, würde ich schon mal sagen, ja, was ist los? Boah, ey. Ich bin top motiviert hier. Links, der Ball kommt mal an, ey. Oh, der kam nicht schlecht. Scheiße. Ah. Ich denke mal, wenn die Folge, ja egal. Ihr habt euch schon gesehen, Alex Let's Played Watch Dogs. Ich muss zugeben, ich habe mir noch nicht viel von ihm angesehen, von den Videos. Aber das liegt wohl daran, dass ich, sehr, sehr wenig oder bis gar keine von unseren Videos überhaupt sehen tue. In der Entstehung. Das Auto, weil alles das alles macht. Nee, auf einem Fail. Ich bin gerade irgendwie voll Fail. Ja, ich bin gerade sick. What the hell? Junge, wie Neuer den gerade gerettet hat. Alter, war ich gerade voll geflasht. Junge. Boah, Alter. Was eine Chance. Hatte ich einen Luck, Alter. Wo war ich denn geblieben? Mister, ich verliere den Faden. Genau. Nein, doch nicht. Fail. Na ja, genau. Pinnt doch meine Oma, Alter. Du Hundeflüsterer, ey. Lutsch mir doch den Jagon. Du solltest nicht tricksen.
Nein, wo war ich jetzt geblieben? Nachdenken. Wo war ich denn geblieben? Jetzt mal endgültig. Genau, mit Watch Dogs, genau, Watch Dogs. Ja, wie gesagt, Alex nimmt ja Watch Dogs auf und die ganze Scheiße da. Und ich gucke eigentlich wenig Let's Play von uns. Die Entstehung natürlich nehme ich ja nicht, nehme ich Watch Dogs nicht mit auf und unsere anderen Videos natürlich. Ich gucke mir das aber nie an. Machen wir es mal so. Das guck ich aber, ich gucke mir die Videos eigentlich so gut wie nie an. Immer mal so ab und zu. So, selbst wenn ich nur wenn ich Langeweile habe, sehe ich mal ein Video von uns, zum Beispiel mal von mir eine eigene Season-Folge, so wie jetzt gerade. Ich kann aufnehmen, meine ich. Ich gucke mir gerade nicht, was meine Season gibt. Ich bin gerade irgendwie voll. Ach, ich bin gerade voll brainfucked, Mann! Dieses Spiel! Blablabla. Mann! Ich weiß ja, die Reden zocken ist aber nicht mein Ding, Alter. Ich muss es mal lernen. Boah, ich bin so neben der Cup, eigentlich FIFA-Spieler, ey. Was ist denn jetzt los? Du Lutscher kriegst den Ball. Boah, was ein Seitenwechsel. Schade. Den habe ich gerochen. Komm, den kriegst du. Oh, fick dich doch. Alter, den hat Boateng, oder hat noch so gekriegt, ey. Ich finde Watch Dogs nicht ungeil, aber auch nicht awesome. Weil sonst hätte es mich schon längst geholt, muss ich sagen. Wenn mich Spiele extrem anficken, dann hole ich sie mir eigentlich wenig später immer. Siehe Daisy hat mich eigentlich voll, fand ich eigentlich voll geil, aber habe ich ja dann, ja, in meinem scheiß PC konnte ich das eigentlich nicht so spielen, wie ich es wollte. Boah, das war awesome. Das war awesome! Ob Toni Kroos war es, ja Mann, Toni Kroos. Da habe ich mich mit dem Satz selbst unterbrochen. Das war. Man hat die groß awesome gemacht, ey. Ball angenommen. Bam. Gegen Kopf von Kaxias. Von Missgeburten Sias. Nee, von Arm. Einen Arm von Missgeburten Sias. Okay. Oder das. Na komm, du Lappen. Mach. Oh Gott, das Tricksen. Da, den Ball den musst du mal ordentlich annehmen. Die. Alter, komm, ey. Geht's aus. Den holt sich Marcelo aber jetzt nicht. Diesen Ball. Gehen wir dahin. Robby. Jetzt zurück. Spielen wir hier hin. Dann spielen wir hier. Das ist einfach an der Hurensohn, ey. Nix da. In die Mitte spielst du dir hier gar keinen Ball, ey. Die Spieler, die. Ich will wechseln, andauernd wechseln. Alle Spieler im Umkreis werden ausgewählt, nur nicht der, den ich gerade will. Nur der auf die Situation passt. Da denkt FIFA einfach nicht richtig. Die denken da nicht. Hier zum Beispiel. Boah, war das geil gepasst, ey. Und dann. Boah. Geht der Ball nicht ins Tor, ey. Da ist nur. Boah, fick dich. Jetzt natzen. Ah, der pfeift zur Halbzeit. Boah, ich dachte gerade, der pfeift jetzt faul. In irgendeiner Scheiße. Ich bin Ronaldo, ich tue so, als hätte ich mir in die Hose geschissen, aber dabei habe ich es dann aber auch. Lutscher. Ich hasse diesen Typen einfach. Und, ey.
Ich kann echt nicht sagen, wie sehr ich Ronaldo und Real Madrid hasse. Einfach so individuelle, verfickte, verwöhnten Stück Scheißdreck, ey. Die alle 89, 90, 95, 99 haben, nur weil sie einfach individuell gut, stark sind, ey. Und dann, ja, nimmt jedes verfickte Schwein Real Madrid, ey. Sollte einfach jeder seinen Lieblingsverein nehmen, als ob da jeder von den Real Madrid-Fan ist, ey. Bestimmt durch das wieder Geflame. Weil du Bayern nimmst und Bayern so stark ist, kommen auch nur starke Gegner und Real Madrid ist halt am stärksten. Fuck you. Es gibt ManU, Man City, Arsenal, Chelsea, Barcelona. Die sind auch noch stark und die kommen nie. Oder Dortmund. Mal halt eure Schnauze. Scheiß Kritiker, ey. Gibt mit Sicherheit welche, die so denken. So. Boah, ey, bis der sich wieder gefedert, ey. Dann habe ich ja Hodenkrebs einmal überwunden und einmal bekommen, ey. Hat mich aber hart genatzt. Da hat er mich hart genatzt. Ja. So. Haben wir mit Robben fast freie Bahn. Fick dich, du Hure. Du drehst dich damit nicht um und rollst Ritzer weiter, du kleine Hure, lecker. Fick dich. Oh fuck. Nice, Martinez, ey. Nice! Gar nicht lang gemacht. Fick. Bale ist eine Hure. Ja, Ribéry. Ich muss sagen, das war jetzt mal ein bisschen Kackfell von dir. Der richtige Ribéry hätte gewusst, was er hätte machen sollen. Oh, weißt du, den konnte man ja nur riechen, diesen Ball. Und so einen Hurensohn, ey. Und zurück zu Alaba. Oh, der kommt ja noch durch, Geil! Kannst nicht passen, du kannst gar nichts. Komm schon. Ja, lauf, 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 guck halt zu, Schweinsteiger. Kannst mir mal die Poperze lecken? Komm mal, Zukic! Boah! Fick dich! Diesen Ball bringst du nicht nach vorne, ey. Aber den da. Boah, du Hure! Komm. Alter, ey. Ja. Fick dich, ey.
Mann, warum kommt die Scheiße immer durch, Mann? Warum? Warum rastet es mal die Spieler nicht, dass der da Ronaldo durchläuft, ey? Und die Spieler machen da voll auf Idioten. Das sagt voll hart. So, du dreckige kleine Fotze, ey. Ja. Jetzt fick ich erstmal deine Mama, ey. Oh, du hast verkackt! Deine Bildnutte! Mann. Da versuchst du mal seriös zu spielen, ey. Und du kriegst es einfach nicht geschissen. Geil. So. Erstmal einen mega geilen Seitenwechsel, Alter. Boah. Ah, da war es ein geiles Ding. Der war geil. Alter, ich glaube, mit so einem Tor hat niemand gerechnet. Nicht mal ich habe damit gerechnet. Shaqiri, you're nice. Alter, wie der geflogen ist, Alter. Da geht er oben rechts, oben links in den Winkel rein, ey. Hammer. Und bald verlust. Eine Lucia hier. Lucerino hier, ey. Bam, Alter. Thiago. Die hat's einfach fast drauf, Alter. Thiago ist einfach nur ein intelligenter Spieler. Abseits? Mich verarschen? So, den Ball kann er nicht kriegen. Oh, den krieg aber nicht mehr ich. Geil. Ja, hallo. Das wollte ich gar nicht, aber egal. Das wollte ich gar nicht. Boah, Alter. Ah, da abgepfiffen. Gewonnen, du Schlampe. Alter. Was nenne ich mal turbulent, ey? Läuft bei mir. So, wir haben jetzt schon kurz vor 4. Oh Gott. Komm, Lappen, drück mal. Das ist der. Oh Gott, was geht denn? Alter. Da hat er voll verkackt, der Lappen, Alter. Wo ist denn mit der Pfostenschuss, den Neuer gerade vor der Linie so wegkratzen tut, ey, der war so geil. Hier Vorlage für Toni Kroos und der macht den Bartz einfach rein, Alter. Und dann wieder noch den Sergio Ramos, den Ball da rauskicken will, geil. Aber ist das aber der Schuss? Nee, doch nicht. Bah, der geht auch knapp drüber, ey. Da hatte ich voll Glück. Das war geil. Thiago. Mit einer guten Flanke, mit einer sehr guten Flanke auf Shaqiri. Und der schießt.
macht den einfach mal rein. So. Genug in Erinnerung geschwelgt. Erstes Spiel in Liga 5 gewonnen. Ja. Da würde ich mal sagen, war es das von der Folge? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.